Das ist die Bundesstraße direkt auf der Westseite der Weser. Wir haben keine Alternativen. Die Klippen sind aus Kalk und der Kalk, der löst sich langsam. Ich hoffe, dass irgendwo alles sich zum Guten für uns wendet, aber wissen tue ich das nicht. Der Naturschutz ist sehr wichtig. Er darf nicht über den Menschen stehen. So ein Schmetterling, denke ich mal, kann auch durch die Netze seine Eier legen. Die Sache ist den Behörden seit 2001 bekannt. Ich frage mich, wer hat dort geschlafen? Das sind ja Sachen, die Millionen verschlingen, die völlig nutzlos sind. Ja, das ist höhere Gewalt. Felsen arbeiten halt. Die einen möchten es gerne bewahren und die anderen möchten gerne fahren. Nicht zu mir schauen. Und dann geht's Man fühlt sich ganz schön verlassen. Da ist nichts mehr, da kommt nichts mehr. Und wann mal wieder was kommt, das weiß man auch nicht. Aber ich kann ja nicht beurteilen, ob man das so machen muss. Ich weiß nicht, ob der Berg sich bewegt. Ich weiß das nur vom Erzählen her. Ne? Und der Naturschutz ist sehr wichtig. Und ich bin auch für den Naturschutz und ich meine, er darf nicht über den Menschen stehen. Das ist ganz klar. Und wir möchten schon wieder aufmachen. Ich weiß nicht, wann die Straße wieder aufgemacht wird, in welchem Umfang sie aufgemacht wird. Ich weiß nur, wenn sie aufgemacht wird, wird sie auch bald wieder zugemacht, weil man das ja in mehreren Abschnitten machen will. Das heißt, alles, was hier drin ist an Sachen, die Lebensmittel, die sind verloren. Da wissen wir auch nicht, wohin damit. Da können wir nur wegschmeißen. Ne? Verstehen tue ich das nicht. Ich werde ja gezwungen, etwas nicht zu tun. Das bedeutet ja nicht, dass ich sage, ich will nichts tun. Es bedeutet, ich darf nichts tun. Und das kann ich nicht verstehen. Mein ganzes Leben lang war anders. Wir müssen es schon beobachten. Ich möchte nicht, dass es zusammenfällt. Ne? Und wenn die Sperrung länger dauert, werden sich sicher Sachen ergeben mit Steinschlag aufs Dach oder so. Das muss dann repariert werden. Und da stehen wir dann auch ganz alleine da.
Also solange wir das gesundheitlich machen können, werden wir es machen. Das hier wissen wir gar nicht, wie das weitergeht. Wie geht es einem damit? Ja, nicht so gut. Das kann man, glaube ich, gar nicht so in Worte fassen. Das ist einfach, ja, irgendwo wird man ausgesperrt von dem, was man eigentlich, ja, das doch halbe als sein Leben Lebenswerk macht, so ein bisschen betrachtet. Ne? Mhm. Und da darf man plötzlich nicht mehr hin. Das ist plötzlich alles anders. Ne? Das ist natürlich nicht einfach. Ich hoffe, dass irgendwo alles sich zum Guten für uns wendet, aber wissen tue ich das nicht. Ich weiß gar nichts. Ja? Und bitte. Jetzt? Einfach weiter, als weiter. Und bitte. Und bitte. Einfach noch.